Die meisten Leute verstehen die Geschichte des letzten Jahrhunderts immer noch nicht. Und ganz, ganz wichtige Historiker, vielleicht sogar der wichtigste Historiker des 20. Jahrhunderts, Anthony Sutton, hat sein ganzes Leben, seine ganze Karriere darauf verwendet, diese Zusammenhänge darzulegen, hat sehr, sehr viel Arbeit geleistet, unglaubliche Arbeit geleistet und gerät so langsam aber sicher in Vergessenheit. Und das darf überhaupt nicht passieren, weil sich einfach die Geschichte inzwischen wiederholt. Ich möchte über die Hintergründe der Finanzierung der Bolschewisten sprechen. Ich halte das für außerordentlich wichtig. Die Zeitperiode nach der zweiten Revolution im Oktober und November 1917. Wie hängt die Anschubfinanzierung von Lenins Bewegung mit amerikanischen Firmen zusammen? Gab es amerikanische Einmischung 1917 und 1918, als der Bolschewismus sich festigen konnte? Es gab mehrere Vorfälle. In den wichtigsten war Colonel William Boyd Thompson verwickelt, der größte Shareholder der Chase Bank. Heute heißt sie Chase Manhattan. In einem meiner Bücher habe ich die Kopie eines Telegramms veröffentlicht, das im Dezember 1917 Geld von New York nach Petrograd in Russland überwies. $1 Million. Colonel Thompson sagte später, dass dieses Geld an die Bolschewiken gegeben wurde, damit jene ihre Macht festigen konnten. Sie hatten gerade erst begonnen, Kontrolle über Russland zu gewinnen. Sie hielten zu dem Zeitpunkt nur Moskau und Petrograd. Das war ein ganz klarer Fall. 1 Million amerikanisches Geld, transferiert durch einen amerikanischen Wall Street-Mittelsmann an die Bolschewiken. Hast du das veröffentlicht in Wall Street and the Rise of Bolshevism? Ich habe zwei der Dokumente veröffentlicht, eine Kopie des Telegramms und eine Kopie des Zeitungsartikels mit Colonel Thompsons Statement damals. Warum würden amerikanische Kapitalisten, amerikanische Finanziers dem Bolschewismus helfen? Das hat mich jahrelang rätseln lassen. Man geht ja davon aus, dass die beiden Seiten in Opposition zueinander stehen. Die einzige Antwort, die ich finden kann, hat mit Konkurrenz zu tun. Die USA wollten keine weiteren Vereinigten Staaten irgendwo sonst auf der Welt. Russland heute ist 2-3 Mal größer als die USA. Stell dir vor, es handle sich um weitere Vereinigte Staaten, einen echten Konkurrenten. Wall Street wollte keine Konkurrenz. Sozialismus ist das Gegenteil des freien Marktes. Meine früheren Studien an der Stanford University haben gezeigt, dass es in einem sozialistischen System keine Innovationen gibt. Sie müssen Innovationen und Technologie vom Westen importieren. Ich denke, das Ziel dahinter war die Förderung des Marxismus und anderer sozialistischer Varianten. Dies sollte den Wall Street-Leuten Kontrolle über den Weltmarkt geben. Ende des Ersten Weltkrieges war Russland durch Hungersnöte gebeutelt. Amerika sandte Hilfslieferungen, die sogenannte Hoover-Mission. Was weißt du über die Aktivitäten der Hoover-Kommission? Neunzehn-zweiundzwanzig war Russland am Ende. Die Industrieleistung war vielleicht 8 oder 10% des Niveaus von 1913. Hunderttausende Menschen verhungerten. Die Hoover-Kommission sollte Hilfe an Russland senden, aber das meiste davon landete bei den Bolschewiken, die damals nur einen kleinen Teil Russlands kontrollierten. Nur ein Bruchteil der Hilfen ging an die Weißen oder nach Fernost. Nach 1922, 1923 startete Lenin die neue Wirtschaftspolitik, eine Serie von 5-Jahresplänen. Welche Rolle spielten amerikanische Großkonzerne bei diesen Plänen und dem Aufbau der Sowjetunion? Es gab da zwei Phasen. Die neue Wirtschaftspolitik wurde 1923 von Lenin begonnen. Was ich darüber herausgefunden hatte, habe ich in meinem ersten Buch an Stanford veröffentlicht. Jede einzelne russische Industrie wurde neu aufgebaut, neu gestartet durch ausländische Konzerne. Hauptsächlich deutsche, britische, französische und amerikanische. 1928 war die Industrieleistung in Russland zurück auf dem Niveau von 1913. Da wurde über größenwahnsinnige 5-Jahrespläne nachgedacht.
Gosplan, die Planwirtschaftskommission, arbeitete einen Fünfjahresplan aus, der niemanden überzeugte, und amerikanische Konzerne wurden nach Russland geholt. Die ersten beiden Fünfjahrespläne wurden tatsächlich in den USA ausgearbeitet, von amerikanischen Firmen. Welche Firmen waren das? Der Entwurf für den ersten Fünfjahresplan stammt von einer Firma, die den meisten wohl hier nicht bekannt sein wird. Albert Kahn. Er war der führende Industriearchitekt in den USA. Er lieferte den Sowjets die Grundlage für die ersten fünf Jahre. Dann finden wir die großen einschlägig bekannten Firmen, die dort die Fabriken gebaut haben. International General Electric, DuPont, Ford Motor Company, die Hercules Motorenwerke, Curtis Wright Flugzeugmotoren, dann Firmen, die heute kaum noch jemand kennt, Vol-T, Chance Watt Flugzeughersteller. Die Russen übernahmen diesen Plan. Daher rührt der massive Aufschwung in Industrieleistung. Man kopierte die Ausrüstung, man kopierte die Technik. Welchen Anteil hatte die Ford Motor Company beim Aufbau des sowjetischen Potenzials? Ford baute die Gorki-Fabrik. Diese stellte die Gasfahrzeuge her, GAZ. Vieles davon waren Laster. Von den frühen 1930ern ab hatten die Gaswerke militärisches Potenzial. Ford wusste das, als man die Gorki-Fabrik baute. Und die Politik bei uns wusste das auch. Ich habe dazu Unterlagen gefunden in den Aufzeichnungen des Außenministeriums. Wir hören manchmal den Namen Avril Harriman. Hat er damit zu tun, das sowjetische Potenzial aufzubauen? Absolut, er machte in Russland einen schönen Profit. Er übernahm in Georgien die Mangan-Konzession in den frühen 1920ern. Er brachte die Förderung für die Sowjets auf Vordermann. Mangan wurde ein Hauptexportgut für die Sowjets. Sie exportierten es, bekamen dafür Devisen, mit deren Hilfe die Industrialisierung bezahlt wurde. Rund 1929 schickte man Avril Harriman fort und er bekam als Abfindung $1 Million mehr als das, was er reingesteckt hatte. Was war mit Arm & Hammer und seiner Hammer Petroleum Firma? Arm & Hammer ist ein sehr interessantes Beispiel. Er bekam die erste Konzession für einen Ausländer im Jahr 1922. In Asbestos, den Bergen. Er leitete für die Sowjets auch eine Reihe weiterer Industrieprodukte, wie die Herstellung von Stiften und so weiter. Arm & Hammer ist heute der Vorsitzende von Occidental Petroleum Corporation. Sein Vater Julius war 1919 Generalsekretär der Kommunistischen Partei der USA. Das unterstreicht den Punkt aus meinen Büchern. An der Spitze gibt es keinen Unterschied zwischen den höchsten Kommunisten und den höchsten Kapitalisten. Arm & Hammer ist der Vorsitzende von Occidental Petroleum Corporation. Sein Vater Julius war Generalsekretär der Kommunistischen Partei der USA. Es ist also Taktik zur Machtvergrößerung? Genau, auf internationalem Level. Also, Anfang der 70er Jahre, die ganze Tour, Henry Kissinger und die ganzen einflussreichen Bilderberg-verzahnten US-Politiker. Überall in Medien, überall im Militär heißt es, wir kämpfen gegen das Reich des Bösen, wir kämpfen gegen die Russen. Und hintenrum, die Bilderberg-Konzerne bauen den russischen militärisch-industriellen Komplex auf. Anthony Sutton, der Historiker, hatte ganz recht formuliert, so etwas wie sowjetische Industrie gibt es eigentlich nicht. Die ganze sowjetische Industrie stammt zu zwei Dritteln aus den USA und zu einem Drittel aus Europa. Der Historiker Anthony Sutton gab 1972 einen langen, ausführlichen Vortrag an die Republikanische Partei. Er versuchte also nach Kräften alle möglichen politischen Entscheidungsträger und auch die generelle Bevölkerung zu informieren über diese Geschäfte des Westens mit der Sowjetunion. Und ich zitiere hier aus seinem Vortrag von 1972 an die politischen Entscheidungsträger. Anthony Sutton sagte, kurz gefasst, es gibt praktisch so etwas wie sowjetische Technologie nicht. Fast alles, 90-95% der sowjetischen Technologie kam aus den Vereinigten Staaten oder von europäischen Partnerstaaten. Die Vereinigten Staaten und NATO-Länder haben die Sowjetunion aufgebaut.
Nochmal. Die Vereinigten Staaten und weitere NATO-Länder haben die Sowjetunion kontinuierlich aufgebaut. Die industriellen Kapazitäten und die militärischen Kapazitäten. Sutton sagte dies 1972 und er meinte dann, das ist schon 50 Jahre lang so gewesen. Also bereits 50 Jahre baute der Westen die Sowjetunion auf. Es begann mit der Revolution 1917. Also der Verkauf von ganzen Kraftwerken und Fabriken, Maschinen, Leitungen, Technologie, Patente und so weiter, technische Beratung. Er zitiert eine Konversation zwischen Stalin und W. Averill Harriman. W. Averill Harriman war natürlich Mitglied der super-elitären und damals auch sehr, sehr geheimen Skull-and-Bones-Netzwerk. Aus diesem Skull-and-Bones-Netzwerk entstand dann schließlich das Office of Strategic Services und die Nachfolgeorganisation CIA. Und es war doch angeblich die Aufgabe der CIA, eben die Sowjets auszuspionieren und die Sicherheit der amerikanischen Nation zu gewährleisten. Und natürlich dann war es auch die Aufgabe der CIA, die Sowjets weltweit zurückzudrängen, die Kommunisten weltweit zurückzudrängen. Ein Gespräch zwischen Stalin und W. Averill Harriman. Harriman war damals Botschafter, wichtiger Mann im Sowjethandel seit den 1930er. Und er befürwortete mehr Handel. Harriman berichtete Ende des Zweiten Weltkrieges an sein Außenministerium, berichtete Folgendes zurück. Stalin bedankte sich für die Unterstützung, für die amerikanische Unterstützung an die sowjetische Industrie, und zwar während und vor dem Krieg. Stalin sagte, zwei Drittel aller großen industriellen Einrichtungen in der UdSSR kamen zustande mit amerikanischer Hilfe, beziehungsweise wurde von den Amerikanern gebaut. Zwei Drittel aller großen Industrieeinrichtungen in der Sowjetunion. Zwei von drei. Was Stalin nicht erwähnt hatte, ist, dass das verbleibende Drittel aus Deutschland, Frankreich, Britannien und Italien kam. Zwei Drittel aus den USA, ein Drittel aus Europa. Fast keine eigene Industrie. So etwas wie sowjetische Technologie gibt es nicht oder gab es jahrzehntelang nicht. Stalin hätte auch noch erwähnen können, dass Panzerfabriken mit US-amerikanischer Hilfe zustande kamen, Fabriken für Flugzeuge, Fabriken für Explosivstoffe, Munition, alles basiert auf amerikanischer Hilfe und amerikanischen Maschinen und Fabriken, die verkauft wurden an die UdSSR. 1968, hier spricht Anthony Sutton das Fiat-Geschäft an. Es soll eine Fabrik werden in Volgograd, dreimal so groß wie Gorki. Dean Rusk und Wade Rostow sagten dem amerikanischen Kongress und sagten dem amerikanischen Volk, das ist alles in Ordnung, wenn Fiat das macht. Das ist friedlicher Handel mit der Sowjetunion. Fiat kann dort keine, oder dass die Fiat-Fabrik in Russland kann keine militärischen Fahrzeuge herstellen. Das sagten Dean Rusk und Wade Rostow im Kongress, dem amerikanischen Volk. Bullshit. Anthony Sutton erklärte hier, wie solche Fabriken natürlich selbstverständlich militärische Fahrzeuge produzieren können. Sie sehen hier ein militärisches Fahrzeug. Außerdem Fahrzeuge mit Allradantrieb. Diese Militärvehikel benutzen dann die gleichen Fiat-Motoren wie auch die PKWs, also wie diese harmlos wirkenden PKWs, den Sie hier sehen. Und das ist ein Moskvitsch, also solche Fahrzeuge hat man natürlich auch hergestellt, die aber auch wichtig waren für das sowjetische Imperium, denn die sowjetischen Arbeitersklaven mussten ja schließlich zu ihrer Arbeit fahren und wieder heimfahren und in Urlaub fahren mit diesen Autos und Besorgungen erledigen mit diesen Autos und so weiter und so fort. Wir sehen also, dass eine Kontinuierung, eine Kontinuität
von diesen Vorgehensweisen. Man hat Russland auch wieder militärisch aufgebaut, industriell aufgebaut nach 1991. Dazu auch noch gleich mehr. Wir sehen also eine Wiederholung. Und wenn die Leute da draußen diese Geschichte noch nicht verstanden haben, wenn sie die alten Beispiele nicht verstanden haben, dann verstehen sie auch nicht, was jetzt läuft. Hier eine ganz wichtige Story in dem Zusammenhang, die Brücke schlägt zur Moderne. Das Dreieck aus Rothschild-Manager Klaus Mangold, dem Russen-Oligarch Oleg Deripaska und Frank Stronach. Russland ist uns näher, als den meisten bewusst ist. Der Witz lautet immer, die Russen kommen, die Russen kommen. Ja, die Russen sind schon längst hier. Also viele EU-Staaten sind Einfallstore nach Europa und dann aber auch Italien. Der Energiesektor ist ein wichtiger Faktor. Das Ziel ist eine Vereinigung von Russischer Föderation und Europa. Die Etablierung russischer Zustände bis hin nach Portugal. Einer der einflussreichsten russischen Oligarchen ist Aluminiumraubbaron Oleg Deripaska, der es zu geschätzten 20 Milliarden Dollar brachte. Seine Verbindungen nach Deutschland und die Vorwürfe über Mafia-Verbindungen sind geradezu gruselig, weswegen ihm auch die Behörden in Baden-Württemberg drankriegen wollten. Zu Deripaskas besten Freunden gehört der Rothschild-Intimus Roman Abramowitsch. Deripaska ist mit Paulina Jumascheva verheiratet, deren Vater ehemaliger Chef der Präsidialverwaltung von Jelzin und in zweiter Ehe mit einer Tochter Boris Jelzins verheiratet ist. Rusal ist inzwischen zum weltgrößten Aluminiumkonzern aufgestiegen. Also, Oleg Deripaska. Der Russland-Experte Jürgen Roth schreibt: Im Jahr 2007 erwarb Deripaska einen Anteil von 9,9% am Baukonzern Hochtief. Zuvor hatte er 30% am österreichischen Baukonzern Strabag erworben. In Moskau will Hochtief unter anderem ein Stadion für den Fußballverein Spartak, ein neues Flughafenterminal bauen. Deripaska kennt beispielsweise den deutschen Top-Unternehmer Klaus Mangold, der ehemalige Daimler-Vorstand Mangold, der in den Aufsichts- und Beiräten von unter anderem E.ON Continental und der Bank Rothschild GmbH sitzt. Daimler, Rothschild, Russland. Mangold war jahrelang Vorsitzender des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, hat gute Verbindungen zu Wladimir Putin, ist oder war russischer Honorarkonsul in Stuttgart und forderte beim St. Petersburg International Economic Forum exakt jene Schritte hin zu einer europäisch-russischen Wirtschaftsregierung von Lissabon bis Wladivostok, die wir bereits unter anderem von Putin gehört haben. Mangold lamentiert, dass Europa sich noch nicht genügend in Richtung Russland orientiert und möchte unter anderem ein stark vereinfachtes Visumverfahren, weitaus offenere Grenzen für russische Produkte, ein Kooperations- und Partnerschaftsabkommen sowie eine Konzentration von Industrie. Hören wir ganz kurz rein. Was Peter the First, who was very much looking west with a lot of activities, and it was not on the disadvantage of the country, because this was something which was bringing to Russia a lot of innovation. Also er bringt hier eine völlig gurkigen historischen Vergleich mit Peter dem Großen und so, das Ganze ist viel zu lange her. Solche Vergleiche sind wirklich nicht anwendbar auf die heutige Zeit. Really said we have to combine both, and I'm happy with what you were saying, because I'm sure that we should be very proud about that East is characterized by a short, by a strong growth, because this is as well in our advantage. They can only grow in buying technology, innovation, and a lot of innovative products from us. So I believe we are living in a mixed economy, and this is good for both sides. And I don't believe that there is an artificial choice for Russia between East or West. Both is really continue to do so. As I am the only representative from the industry on this panel, let me make just a few remarks and answering your question where Russia should go and could go, and what is the actual description between the European position and the Russian position. I believe that, frankly, Europe is not doing enough to care about Russia. Also Europa muss Visumverfahren und so alles vereinfachen, quasi eine stückweise Angliederung, eine Superunion, eine Eurasische Union, das in diese Richtung geht hier. Dr. Klaus Mangold, ehemals Daimler, Rothschild,
russischer Honorarkonsul. Mangold saß früher im Aufsichtsrat des österreichisch-kanadischen Zulieferers Magna, der zusammen mit der russischen Sparebank und dem Autohersteller GAS dabei war, den deutschen Autohersteller Opel zu übernehmen. Okay, also Opel, ursprünglich General Motors. General Motors, die sowjetische Automobilindustrie aufgebaut haben, ermöglicht haben. Irgendwann wird dann die Tochter Opel oder also das Anhängsel Opel dann übernommen von den Russen, sollte übernommen werden von der russischen Sparebank und dem Autohersteller GAS. Und GAS natürlich gäbe es nicht ohne die westliche Hilfe. Also die Welt ist wirklich so verrückt. GAS gehört mehrheitlich Oleg Deripaska. Und die machen auch gepanzerte Fahrzeuge, die dann eingesetzt werden in der Ukraine. Also das ist kein gutes Zeichen, meine Damen und Herren. Viel zu viele Faktoren deuten darauf hin, dass wir es mit einem langen, kalten Krieg oder eventuell mit einem heißen Krieg zu tun haben. Das Ganze läuft immer auf die gleiche Art und Weise ab. Der Gegner wird aufgebaut und schließlich eskaliert die Situation. Also eine geplante, gezielte Eskalation. All das sehen wir im Moment.